Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Phobia San Dinfa Dimf Na Hotel. Gott, ist das schwierig. Ja, wir hatten letztes Mal einen kleinen Stream gemacht und ich habe ja versprochen, dass ich euch versuche in Folgen zu packen. Und hier sind wir. Ich weiß noch so in etwa, wo wir waren. Und ich würde einfach mal sagen, wir spielen einfach mal drauf los und mal gucken, was uns jetzt im dritten Flur erwartet. So, da sind wir wieder. Störung ist jetzt gleich null. Ne, Störung weiß ich noch so ein bisschen. Wir hatten Munition, wir hatten ein bisschen was abgelegt, bin ich der Meinung. Ist jetzt bloß die Frage, war da jetzt irgendwas bei, was wir jetzt brauchen? Den Schlüssel, wir haben nicht so viel Slots. Hier können wir auch nichts verbinden und hier kommen wir nicht weiter. Das heißt, wir gucken erstmal so. Wir haben eine Pistole, wir hatten nach unten die Schrotti, nach links war jetzt die Kamera. Das teste ich alles noch einmal ganz kurz aus. Yeah, dunkel. Funktioniert. Das war Taschenlampe, Heilen und Kuh brauchen wir nicht, ziehen und schießen, alles klar. Kraut nicht, das ist das, das ist das, so. Was war Quadrat? Quadrat ist nicht. Okay. Ich mach mal mit Pistole, da ich noch nicht weiß, was wir alles für Viecher bekommen. Aber meistens, wenn man eine stärkere Waffe findet, kommen auch stärkere Gegner. Das heißt, da muss man gucken. Das hatten wir, glaube ich, auf. Ich glaube, wir hatten uns den Raum, hier hatten wir uns noch komplett angeschaut. Ich bin noch ein kleines bisschen durch. Die eine Nacht steckt uns mir noch ein bisschen in die Knochen, aber das kriegen wir schon. Irgendwie kriegen wir das schon hin. So, wir sind hier im dritten Flur angekommen. Ich kann ja mal kurz gucken. Dritter Flur. Wir brauchen den zum achten und wir sollen irgendwie durch die Bibliothek den geheimen Tunnel finden. Beziehungsweise, ja, so, mal gucken. Ich mache euch mal Taschenlampe an. Da ist was zum Upgraden, aber hier kommen wir denn noch nicht wirklich weiter. Erstmal das Upgraden. Erstmal, dass wir unser Zeug verbessern können. Dann Munition. Wenn ich mich jetzt umdrehe, sind wir tot. Natürlich nicht. Verbesserungen. Müssten wir jetzt ja eigentlich hier auch machen können, das ist schön. Mit der Nachtzeit, hey, so rum. Brauchen wir hier irgendwas von schon? Verbessert die Schussgenauigkeit, indem die Steuerung verringert wird. Das kann eigentlich gut sein. Aber sollte ich leveln, sollte ich lassen, sollte das noch lassen. Haben wir irgendwas gefunden, was wir hier einsetzen konnten jetzt so? Weil, was machen wir jetzt im dritten Stock, wenn wir hier nirgendwo weiterkommen? Ich meine, hier ist alles zu. Da darf ich auch nicht drüber. Normalerweise könnte man drüber krabbeln. Oh, meins? Ja, nö. Was ist das? Darf ich das mitnehmen? Nö. Nee, falsch, das so. Schön. Die hier wollte ich. Schafft die Kamera uns das wegzumachen? Nö. Aber das ist scheinbar unwiederbringlich da. Haben wir hier unten jetzt irgendwie eine Möglichkeit? Da nicht. Da ja auch nicht. Okay. Ja, es zeigt da irgendwelche anderen Dimensionen. Ich hinterfrage es einfach nicht. Es zeigt einfach irgendwelche anderen Dimensionen und dann ist gut. Lampe kriege ich nicht. Munition, das ist gut. Pistolenkugeln. Aber so wirklich was hier von haben, tue ich gerade noch nicht, oder bin ich doof? Ich meine, gut, ich bin auch doof, also das ist ein kleines Übel jetzt. Aber ich hätte jetzt eigentlich aber, dass wir jetzt irgendwas finden, was wir jetzt drücken können, angucken können, rätseln können. Welchen Knopf? Den roten Knopf drücken? Darf ich nicht. Okay. Eine Tür macht sehr viel Sinn. Okay, also hier erstmal noch nicht. Hat sich hier draußen noch was verändert? Oh, komm mal her. Meins? Ja, damit Pflaster. Wobei ich gerne mal Müll finden würde und nicht bloß Pflaster. Ich meine, normalerweise müsste man mit dem Pflaster auch eine Wunde zukleben können, theoretisch. Aber ist egal. Tut halt weh, wenn da bloß Pflaster drauf gedrückt ist, ne? Aber so ganz die Erklärung, was wir jetzt hier noch machen, brauchen, schwindet mir gerade noch ein bisschen. Hm.
Das, wozu das? Da ist eine Lampe. Was hatten uns dann im dritten Floh noch gefehlt? Das Munition? Ich sollte mal echt diese Barrierefreiheit mit der Munition anschalten. Vielleicht blinkern die denn ein bisschen. Was ist denn Schummeln? Ist das denn Schummeln, wenn ich das einschalte? Ja. Hatten wir hier mal ein Tagebuch? Oh Gott. Da müssen wir so viel durchblättern jetzt. Das hat man mit den Viechern, die uns da unten angegriffen haben. Die Türe, da brauchten wir mindestens drei so eine Bibelchen. Die haben wir ja noch gar nicht. Und mit den Würfel. Ob wir die Würfel in die Hand nehmen sollten, vielleicht ist da jetzt irgendwas anders, aber ich bin der Meinung, dass da auch nicht. Wir nehmen den mal, wir nehmen den mal. Man sollte keine Aufnahmepausen machen. Nee, da plus 3 und mehr haben wir davon nicht. Und bei den hier komme ich ja auch nicht weiter. Ändert sich das? Nee. Ändert sich das, wenn ich jetzt hier irgendwie nicht ausrüsten, sondern verwenden? Ja, man kann es mit der Kamera machen, aber irgendwie ändert sich jetzt hier drin auch nichts. Nee, machen wir nur die Taschenlampe aus und lassen wir mal so gucken. Aber ist auch sehr hell. Ich da gerade so ein bisschen Zahlen gesehen habe, aber ich glaube, die bedeuten nichts. Ich lasse dieser Raum auch nicht los, ne? Das ist echt eine Übelkeit hier gerade. Wir haben. Na, das hat man in der Bibliothek gemacht. Wir haben da den Würfel gefunden. Quatsch, Fetch-Taste. Dokumente. Haben wir da irgendwas? Das sind meine letzten Worte. Dinge gesehen, bla bla bla. Vermutlich nicht stark genug. Da haben wir ja unsere Peng-Peng bekommen. Die Zahlenreihenfolge, mit der konnten wir ja auch noch nicht wirklich. Die ersten drei haben wir für den Würfel verwendet. Die anderen haben uns noch gefehlt. Das waren die Zugangssachen, alten Gang. Schlüssel, Türenkisten, um sie wohl zu finden. 709. Die Schlüssel kannst du Türen. Es gibt einen alten Gang in 709. Du musst eine Möglichkeit finden, dorthin zu gelangen. Gibt es denn Etage 7 schon für uns Möglichkeiten? Ja, die 7 haben wir. Ich wüsste jetzt nicht, was wir bei der 3 noch machen können. Vielleicht ist es bloß so? Pong, das war das Mikro. Entschuldigung. Das ist, wenn man zu weit rüber guckt und dann das Mikro trifft. Schön. Aber ansonsten. Wir gucken mal. Hier und haben halt noch die Sachen gefehlt, ne? Da brauchen wir eins, was 3 so eine Bibel hat. Und hier brauchen wir eins mit auch 3, glaube ich. Ja. Das heißt, wir müssen eine Möglichkeit finden, das dritte zu finden. Kann ich jetzt umschubsen? Ne, darf ich auch nicht. Ich weiß nicht, warum ich hier umschubsen konnte. Warte mal. Nö. Hätte ja sein können. Ich glaube, was erleuchtet. Oh. Dahinter ist was. Aber ich darf das jetzt so nicht wegschieben, ne? Ihr habt den Gang gefunden. Ich komm da nicht rein. Ist bestimmt irgendwie mit den beiden Türen irgendwie verbunden, dass man sagen muss, man muss erstmal durch die Türen durch und dann. Okay. Hier rein durfte man nicht. Wir haben den Knopf zur Ebene 3 gefunden. Also ich bin der Meinung, eigentlich müssten wir auf Ebene 3 suchen. Aber irgendwie kommen wir da auch nicht weiter. Tote Monster, bla bla bla. Das. Bleibt wachsam, jaja. Löse den Würfel in den Safe und jetzt Teile von dem Modul. Diese Weise erhältst du Teile eines modularen Schlüssels. Ja, den müssen wir lösen, aber ich kann den gerade noch nicht lösen. Verwenden. Weil ich gerade nicht weiß, wie das hier gemeint ist.
Ich kann aber auch. Ja, muss ja noch wieder Kreis drücken. Kann aber auch nichts anderes drücken. Also mit dem kann ich noch nicht viel anfangen. Ist jetzt die Frage, was bringt mir das? Da haben wir Upgrade gefunden. Hier habe ich noch keinen Schlüssel für, dass wir da endlich mal die 8 kriegen. Das ist unsere Kiste. Die bringt mir auch noch nicht viel. I'm stuck. I'm literally stuck. Aber das lösen wir. Das lösen wir irgendwie. Ja, nee, ich brauche eigentlich nicht an Türen rangehen, wo ich keinen Schlüssel für habe. Zwischengeschoss 2. Ich bin noch nicht der Meinung, dass ich jetzt den Schlüssel weggepackt habe, den ich vielleicht für was anderes brauchen könnte. Aber wir gucken vorsichtshalber noch einmal rein. So, was haben wir hier? Rote Karte, Metallschlüssel. Metallschlüssel, Metallschlüssel. Metall voll, ja danke. Öffne Bibliothek in der ersten Etage. Ja, da bringt mir ja nichts, denn, ne? Ich kann nicht auch mal rüber speichern. Noch haben wir eh nichts zu machen. Konferenzraum, erste Etage. Hat man den Konferenzraum schon offen? Ich nehme jetzt beide Schlüssel mit und passt nachher nichts. So. Gucken wir mal zur ersten Etage. Irgendwo bin ich jetzt hängen geblieben. Ich bin aber letztes Mal, haben wir das Ding für die dritte Etage gefunden. Und dadurch bin ich in die dritte Etage gegangen. Aber in der dritten Etage scheint es nicht zu sein, aber ich bin total blind und sehe es nicht. Ich habe eine Ausrede, mein Kind hat mir auf die Brille getatscht. Das ist jetzt meine Ausrede dafür, dass ich es jetzt nicht finde. Aber ist egal. Das kriegen wir. Darf ich? Gehe nochmal in der ersten Etage. Konferenzraum und das andere Bibliothek-Ding finden. Die Bibliothek waren wir ja schon mal, vielleicht habe ich da noch irgendwas übersehen. Konferenzraum, weiß ich gar nicht, waren wir da nicht? Bin ich mir etwas unsicher, wir gucken einfach mal. Sollte vielleicht noch nicht so viel zur Seite gucken, dann hört man mich auch besser. Aber ich übe das ja noch. Da habt ihr alle bitte Mitleid mit mir. So. Ja, da hinten war die Bibliothek. Ich würde sagen, macht da kein Licht an. Aber doch, der hat Licht an. Es ist nur nicht viel Licht. Das ist zu. Das ist Bibliothek. Aber hier haben wir eigentlich. Eigentlich bin ich der Meinung, haben wir nichts übersehen. Das heißt, ich habe gleich irgendwo Munition, ärgere mich, dass ich die Munition nicht gefunden habe. Obwohl doch, wir haben eine Sache, haben wir hier noch. Und das war dieses Schloss da. Aber von den Dokumenten her. Die Zahlen kann ich nicht für das Schloss benutzen. Die sind zu hoch. Da das Schloss nur 40 Zahlen fasst, ist eine 78 zu hoch. Definitiv. Ich sehe einen anderen Hinweis mit der Kamera. Sehe ich jetzt auch nicht so wirklich. Zumindest nicht hier. Ich habe da irgendwas übersehen. Ärgere mich. Den Code hatten wir ja für den Safe, der da steht gleich. Der hat den drüben nicht funktioniert. Ja, damit haben wir ja den Safe hier geöffnet. Hier ist ja, glaube ich, jetzt nichts weiter drin gewesen. Wo ist denn? Geht nicht? Geht nicht. Andere Schlüssel habe ich noch nicht. Kann man theoretisch den Bibliothekenschlüssel mal kurz wegpacken. Wir brauchen ja Platz. So, machen wir den weg. Dann haben wir 3 Slots. Konferenzraum. Den können wir noch suchen. Ich bin der Meinung, der war bei den Spinnen. Da waren wir auch schon gewesen. Lief so gut während dem Stream. Hätte ich meinen Stream angelassen. Konferenzraum war nämlich hier hinten, aber vielleicht haben wir da noch irgendwas gesehen. Da bin ich der Meinung, wir haben dort den dritten Knopf gefunden. An den machen jetzt. Mädchen.
Mädchen, mach jetzt bitte kein Licht aus, lass das mal wieder an. Danke. Ich bin einfach mal zufällig, dass jetzt keine Viecher kommen. Letztes Mal waren nämlich ja auch keine mehr. Und das wäre unfair. So. Das ist der Konferenzraum, ne? Meeting Room. Genau. Tagungsraum. Okay, dann halt so. Stimmt, hier waren noch Hoppehäschen drin. Hier haben wir den Knopf hergekriegt. Da flacht ein totes Vieh. Aber mehr ist hier nicht. Können wir mal mit der Taschenlampe, mit der Kamera gucken. Aber sehen tue ich trotzdem nichts. Schön. Schöne Schiete. Schöne Schiete. So. Ich hab bestimmt irgendwas bei dem dritten. Lass mich doch mal durch hier, du Klipperpampe. Irgendwas bei der dritten Etage müssen wir übersehen haben. Ärgerlich. Gucken wir mal hier runter. Vielleicht klingt noch mal das Telefon. Das heißt hier, in der dritten Etage ist da und da, du Pfeife. Aber sicher bin ich mir nicht. Man, hier ist doch nichts weiter. Türen kann ich nicht mehr aufmachen. Hier haben wir jetzt nichts mehr. Hier können wir noch was einsetzen, aber das habe ich auch noch nicht. Also ich gerade? Ne, darf ich nicht. Vom Bild her 20, 45, 18, das kann ich mir auch nicht, glaube ich, nicht wirklich. Dass man sagen kann, man kann damit irgendwas anfangen. Ja, ein bisschen weit hergehört für ein Safe, der irgendwo oben ist. Schlüssel? Nö. Telefon klingelst du nochmal? Nö. Stephanie hier anrufen wurde, mal helfen wurde. Die sind zu. Die ist garantiert ganz offensichtlich in der 3 und ich habe es nicht gesehen. Das war so ein schönes Hotel eigentlich hier. Nicht jetzt. Okay, wir gucken nochmal in die 3. Es muss irgendwo in der 3, warte, wir haben die Schlüssel für die 3 gefunden. Den darf ich nicht, wen darf ich denn? Welchen darf ich denn? Also muss es doch in der 3 weitergehen. Darf ich hier nicht? War es jetzt unsere? Ich glaube schon. Ich habe den Zugangspunkt für die 3 gefunden, also muss es doch in der 3 dann auch theoretisch weitergehen. Bin schon ans Mikro gekommen, Entschuldigung. Aber weiter runter ist schwierig. Dann spreche ich da nicht richtig rein. Und ich höre mich auch selber nicht, wie ich es im Stream gehört habe. Ist egal. So. Wir sind in der 3, wir kommen nicht runter. Wir kommen auch nicht weiter hoch. Um das nochmal abzuklären, genau. Fenster? Regnet noch schön? Ich mag diesen Regensound sehr. Hallo? Ist hier jemand? Plätschert es, aber hier jetzt auch nicht weiter. Da drüber komme ich nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass mir der Schrotflinte jetzt da irgendwas einschießen sollte. Das wäre ein bisschen sehr unwahrscheinlich. Wir legen nochmal das jetzt ab. Rote Karte, mit der können wir auch nichts mehr anfangen. Die Kassetten haben wir abgehört, Heftpflaster und Alkohol geht nicht zusammen. Hier drüber dürfen wir nicht. Was zum Teufel habe ich denn den Raum übersehen? Was hat man denn hier rausbekommen? Wenn ich das noch wüsste. Das muss ich nicht. Das muss ich nicht. Ich meine, die Handabdrücke heißen ja eigentlich. Das weiß ich gar nicht, eigentlich ein Typ. So, was ist da noch? Hm. Du, die Handabdrücke waren ja eigentlich jetzt immer. Das heißt Kamera nehmen.
Das hilft mir hier gerade nicht so weiter. Ich meine, ja, ist das irgendwas anderes? Und ja, ich tippe hier gerade so ein bisschen wie wild auf die Taste rum, dass ich hier irgendwas tun soll. Aber es tut sich nichts. Kann ich hier irgendwas? Mal sage ich auch ein kleines Symbol, dass ich irgendwas bestätigen kann. Aber vielleicht, weil die Kamera gerade schwer zu sehen sein könnte. Hebel? Hebel vielleicht? Nö. Irgendein Item, was ich brauche? Okay. Der Raum ist nicht wirklich irgendwas. Oder ist sie es nicht? Irgendwas anträgt, tut sich auch nicht. Die Kisten verschwinden nicht. Das hier auch nicht. Hier oben ist auch nichts weiter. Ich probiere gleich mal einen Schuss auf dieses komische Teil, aber dann, wenn es das ist, das ist dann echt doof. Ich probiere einfach mal, da jetzt mit Schrotflinte drauf zu schießen. So, Tisch. Platz da. Okay, mehr als einen Schuss gebe ich auch nicht aus dafür. Kann ich irgendwie wegschieben? Nee. Ich glaube nicht, dass der weitergehen soll. Das glaube ich auch nicht so ganz. Das ist natürlich jetzt doof. Verbesserung brauchen wir nicht. Das Ende. Welche Dinger erlebt, reißt hier mit Wunden Tiefe. Ja, schieb Lola. Ich habe alles versucht, zu retten, im möglichen doch zu leben. Bitte verzeih mir. Zahnfüll für das Teil. Aber bringt mir ja nichts. Zumindest wüsste ich nicht, dass es mir was bringt. In der 7 kommen wir nicht weiter, da uns der Schlüssel nicht vollständig ist. Und der Rest ist eigentlich nur... Schau mal, passt das für das Ding? Passwort für die rote Karte, die haben wir ja. Da fehlt uns auch noch was, ne? Welche Etage waren das? Safe Passwort für mein Zimmer. Da haben wir auch blaue Karte und sowas gebraucht. Das ist ja. Wollen wir zur 5 gucken? Gehen die 5 auf? War die 5 zu öffnen überhaupt? Aber wir haben auch nicht wirklich irgendwas Neues, was ich sagen kann. Ich kann jetzt woanders damit aufmachen. Wir haben noch eine Treppe gesehen. Lass uns nochmal umgucken irgendwie. Die Tür ging nicht auf. Das war das. Dort kam man nur auf Umwegen hin. Ist hier noch irgendwas Interessantes drauf? Zu. Durchgänge. Gestrichener Raum. Treppe ist zu. Bolzenschneider haben wir leider auch noch nicht. Leider kann ich nicht mitnehmen. Hier haben wir nicht die Möglichkeit, weil uns der Bolzenschneider noch fehlt. Also die Bolzenschneider kämen wir denn schon etwas weiter, aber den habe ich nicht. Das geht nicht auf. Oder kann man nicht irgendwie die Trümmer noch? Habe ich jetzt im falschen Gang? Das war unser Speicherzimmer. Hier kann man nicht weiter. Dann gucken wir mal wieder 6 nochmal hoch. Aber irgendwie
ist das gerade leider bloß sinnloses Rummelsuchen.